Gibt es einen Code für den Strich? Wie geht Kunst mit Sexarbeit um? Was hat es mit dem sogenannten Sexkaufverbot auf sich? Und wie akzeptiert, toleriert geht unsere Gesellschaft mit Sexarbeiterinnen um? Das alles klärt das Projekt Strichcode Move. Noch bis zum Samstag auf dem Washingtonplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof. Sexarbeit ist Arbeit, sollte klar sein, oder? Ja, selbstverständlich. Nicht nur, dass es Arbeit ist, sondern dass es auch den nötigen Respekt und Wertschätzung in unserer Gesellschaft erachtet. Und deswegen haben wir auch unsere Kampagne so genannt. Sexarbeit ist Arbeit, Respekt. Wir wollten weg von den Klischees, wo Presse gerne mitspielt und wo man natürlich auch entsprechende Auflagen mit erzielen kann. Wir wollten Realitäten darstellen und wir wollten Einblicke gewähren. Und was ist da nicht idealer als über die Kunst? Kerstin Schulz, du bist die Künstlerin, die das hier sozusagen ermöglicht hat. Was hat sie mit diesen vielen Preisschildern auf sich? Es geht hier um Werte und Wertschätzung. Und da ist das Preisetikett ein Symbol wie kein anderes. Ne? Du bist Schwarmkünstlerin aus Hannover. Was hat dich dazu veranlasst, hier mitzuhelfen? 2012 habe ich das erste Schwarmkunstprojekt gemacht zum Thema Werte und Wertschätzung in der Sexarbeit. Und 2017 wurde das Gesetz geändert für die Sexarbeiterin. Da sind die auf mich zugekommen, haben mich gebeten, nochmal ein erweitertes Projekt zu starten, um einfach diese Thematik zu hinterfragen. Ist das ein sinnvolles Gesetz oder ist es kein sinnvolles Gesetz oder Teile daraus? Und ein Teil, der hat mich persönlich sehr stark betroffen, und zwar ist das der sogenannte Zwangshurenausweis, wo dann die Sexarbeiterinnen genötigt werden, einen Ausweis zu tragen mit der Betitelung Prostitution. Nee, ich wusste vorher schon, dass das eine große Katastrophe ist. Also vorgestellt habe ich mir was ganz anderes, vor allen Dingen, weil wir ja auch zu sämtlichen Veranstaltungen mit Politikerinnen und Politikern eingeladen worden sind und so erzählen sollten, was brauchen denn die Frauen. Dann haben wir das alles gesagt, was die Frauen brauchen und was die Frauen nicht brauchen und was haben sie daraus gemacht, das, was die Frauen nicht brauchen. Name ist eigentlich Huren und Heilige aller Geschlechter, vereinigt euch, schon sagt, geht es eben darum, ein bisschen die Graubereiche auch auszuleuchten mit eben diesen und ähnlichen Fragen, um ja, dazu beizutragen, eben für Leute aus der Sexarbeit eben wirklich aus der Stigmatisierung und aus den Schmuddelecken auch rauszukommen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Das sind ja meist Prospekte von anderen Menschen. Also es geht ja bei diesem Wohnwagen um Intimität. Der Wohnwagen wurde schon beklebt eben von ganz vielen Freiwilligen vorher. Es sind jetzt Kunsthaare erstmal, aber wir wollen hier eben auch dieses Thema Intimität und Nähe nochmal genauer spielen. Erstmal ist mir ganz wichtig, gell? Ich bin auch Straßensexarbeiterin, ja. Mir ist ganz wichtig zu zeigen, dass wir nicht die letzte Station der Sexarbeit sind, gell? Ja, sondern dass wir auch in die Gesellschaft gehören, ja, und dass wir auch ganz normale Menschen sind und nicht das allerletzte von der Straße. Das ist ganz wichtig und deswegen bin ich eigentlich hier, gell? Ja, um zu zeigen, wir haben auch Power und stehen auch hinter der Kampagne, ja, dass das Gesetz für uns auch sehr schlecht ist, gell? Und uns noch mehr in die Illegalität rutschen lässt. Bis Samstag 19 Uhr kann man das Ganze hier besuchen auf dem Platz vor dem Berliner Hauptbahnhof. Und dann geht es vielleicht noch in andere Städte, oder? Ja, das ist natürlich ein Konzept, was wir breit angelegt haben, auch für die Kampagnenmitglieder. Es wird auf jeden Fall Ende September in Hannover stattfinden. Da stehen wir dann eine Woche auf dem Steintorplatz in unmittelbarer Nähe der wirklich sehr bekannten Strichstraße, wo es sehr viele Laufhäuser gibt. Und ebenfalls besteht die Idee, dass es dann langsam weiterzieht, nach Bochum, nach Hamburg, nach Dresden. Und gestern ist auch die Idee entstanden, unser europäisches Ausland mit einzubeziehen. Also wir sind bereit, mit den Wohnwagen weiterzufahren und auch überall ins Gespräch zu gehen. Jede, die hier mit einem T-Shirt, wo Sexarbeit ist Arbeit, beziehungsweise wo Strichcode Mut draufsteht, kann angesprochen werden, ist eine von den Organisatorinnen. Und man kann das Programm einmal auf der Webseite, aber auch in jedem einzelnen Wagen erfragen. Und es ist ein ganz buntes Programm, was über die ganze Woche verteilt hier auf dem Washingtonplatz stattfindet. Sie betrachten mich immer als
als unterste Schublade, gell, ja, und das will ich einfach verbessern, gell, ja, ich, genau, das gleiche Stigma haben auch die jetzt für den CSD kämpfen, gell, die haben genau das gleiche Stigma wie wir auch, die kämpfen auch für ein Ansehen in der Gesellschaft und das möchte ich auch